dieses Spiel hat gleich so ein sympathisches Cover. Ich hatte mal kurz für einen meiner Jahresrückblicke in das Spiel reingespielt und war recht angetan von seinem einfachen, aber guten Spielprinzip. Höchste Zeit also, dass ich mir das Spiel mal genauer anschaue. Was taugt Bubble Ghost für den Game Boy heute noch? Das Spiel wurde von Opera House programmiert und bei uns in Europa von Infogrames 1990 veröffentlicht. Frankreich hat seltsamerweise einen anderen Publisher. Neben dem Game Boy erschien das Spiel auf fast allen gängigen Heimcomputern der Zeit. Bubble Ghost ist einer dieser kleinen, sympathischen Puzzle-Spiele auf dem Game Boy. Die haben meist ein einfaches Spielprinzip, holen aber damit viel heraus. Wie der Name schon sagt, spielt ihr einen Geist und euer Ziel ist es, eine Seifenblase zum Ausgang zu lotsen. Problem ist dabei nur, naja, ihr seid ein Geist und könnt so naturgemäß nicht direkt mit eurer Umwelt interagieren. Aber ihr könnt immerhin pusten und so einen Luftzug erschaffen. Das könnt ihr auch aus 8 verschiedenen Richtungen machen, um so die Blase durch dieses Level zu lenken. Dabei müsst ihr natürlich aufpassen. Seifenblasen sind immer eine recht fragile Konstruktion und so zerplatzt sie ganz einfach, wenn sie gegen eine Wand oder ähnliche Hindernisse fliegt. Meistens müsst ihr die Seifenblase geschickt um diverse Fallen nutzen und hier kommt es teilweise echt auf Timing und auf Millimeterarbeit an. Manche Hindernisse könnt ihr jedoch vorher unschädlich machen. So könnt ihr zum Beispiel eine Kerze im Vorfeld einfach auspusten. Schon wird sie euch nicht mehr ärgern. Wenn ihr in einem neuen Level ankommt, solltet ihr aber erstmal pausieren und euch genau anschauen, wie ihr am besten zum Ziel kommt. Wenn ihr gleich einfach lospowert, endet es schnell in einer zerplatzten Blase. Insgesamt erwarten euch 35 Level, die natürlich immer schwerer werden und teilweise echt frustrierend sein können. Immerhin habt ihr jedoch 5 Leben und Continues. Um die Sache noch etwas schwerer zu machen, gibt es in jedem Abschnitt noch ein Zeitlimit. Schafft ihr es vor ablaufender Zeit, die Blase in das Ziel zu buxieren, wird euch die restliche Zeit als Bonuspunkte gutgeschrieben. Aber keine Angst, die Limits sind nicht wirklich knapp. Leider gibt es kein Passwort oder Speichersystem, was echt schade ist und das hier auf jeden Fall fehlt. Es ist zwar eines dieser frühen Gameboy-Titel, aber ein Ding der Unmöglichkeit war das damals sicherlich nicht. Der grafische Stil hat es mir auf jeden Fall angetan. Der kleine Geist sieht einfach nur knuddelig süß aus und auch die Umgebungen sind gut gezeichnet. Vor allem für einen so frühen Titel gibt es hier nichts zu meckern. Auch die Musik unterstreicht diese Anmutung. Schöne, fröhliche und sympathische Dudelmusik begleitet euch auf euren Abenteuern. Genau so muss es sein. Was taugte Bubble Ghost für den Game Boy also heute noch? Ich kann das Spiel auf jeden Fall wärmstens empfehlen. Es ist ein echt klasse kleiner Puzzler, der später recht knifflig wird. Das schmerzt es umso mehr, dass es kein Passwortsystem gibt. Aber wer sich daran nicht stört, kann hier bedenkenlos zugreifen. Das war Bubble Ghost für den Game Boy. Wenn es euch gefallen hat, wisst ihr, was da tun ist und ansonsten sehen oder hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.